zwischen Himmel, Erde und Mensch, von allen Wesen auf der Erde, die in Liebe und Harmonie miteinander leben können. Und ich lade euch ganz herzlich ein, mitzukommen. Thank you.
überall. Also überall ist das Innerste, das Liebste, was ich habe, die Liebe, die unendliche Liebe, die kosmische Liebe, die ist überall. Baba Nam Kevalam. Ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die teilgenommen haben, bei allen, die die Vorbereitung gemacht haben, bei allen, die so schön getanzt und gesungen haben und so viel Freude hier in dem Zug in Berlin verbreitet haben. Und ich bitte jetzt für alle um einen riesengroßen Applaus. Und jetzt habe ich natürlich das Wichtigste vergessen, denn wir alle wären nicht hier und wir alle hätten nicht so viel Freude, so viel Licht im Herzen. Und ja, ich kann es gar nicht sagen, ohne unseren Lehrer Weilingi. Und Weilingi hat das inauguriert und er hat einfach hier jetzt das Samenkorn gelegt für eine neue Kultur, für eine Kultur des Friedens und der Harmonie zwischen Himmel, Erde und Mensch und zwischen allen Lebewesen. Und ich bin gespannt, was morgen passieren wird im Unimax der Technischen Universität. Und ich bin sicher, dass ihr alle kommt und mithelft mit unseren Herzen, mit unseren Gedanken und mit unseren Taten, dass diese Kultur wirklich zustande kommt. Und ich bitte jetzt um einen noch viel größeren Applaus für unseren Lehrer Weilingi. Wir möchten euch herzlich begrüßen zu diesem wunderschönen Abend in dieser herrlichen Stadt Berlin, im Zentrum hier, zu diesem Mantrenabend, den wir mit Weilingi, dem Großmeister, gemeinsam feiern werden. Er wird Mantren für uns singen und die werden auch genau erklärt. Und wie viele wissen, sind Mantren kosmische Schwingungen, die direkt in die Zellen gehen können und uns von innen harmonisieren und ausgleichen können. Und wir brauchen uns einfach nur verbinden und diesen Abend miteinander genießen und dieses Einssein, so wie wir das eben beim Lichterumzug gefühlt haben vielleicht, dass wir unsere inneren Herzen öffnen, damit unsere Lichter scheinen und wir uns mit den kosmischen Lichtern verbinden können. Dafür war dieser Umzug. Und jetzt freuen wir uns auf einen wunderschönen Abend. Bevor er beginnt, möchten wir den Veranstalter Enno Heidbreder, der zweite Vorsitzende der Lotus Akademie, kurz nach vorne bitten, um ein paar Worte an uns zu richten. Dankeschön. Yes.
Meiling Li hat gerufen, die Ische-Kultur hat gerufen und viele, viele sind gekommen. Und es ist ein Grund, allen zu danken, die diesen wunderschönen Umzug mitgestaltet haben. Angefangen von denjenigen, die das organisiert haben, über den allen, die mitgelaufen sind, die gesungen haben, die die Fahnen und Banner geschwenkt haben und last not least, die getrommelt haben. Die Ische-Kultur, die Kultur der Einheit, hat ja drei Ziele. Und diese drei Ziele haben wir mit unseren Lichtern durch die Straßen Berlins getragen. Nämlich das Leben zu lieben, weiterhin die Erde zu schützen, die Natur zu schützen und den Frieden zu bewahren. Diese drei Ziele haben wir mit unseren Lichtern, mit unserem Trommeln, mit unserem Singen, mit unserem Fahnenschwingen in die Straßen Berlins getragen und damit in die weite Welt hinaus, über Deutschland in die ganze Welt hinaus. Und dafür möchte ich allen danken und wünsche den weiteren Gesängen und Tänzen alles Gute. Danke. Bevor Weiling Yi auf die Bühne kommt, möchten wir ihn empfangen mit einem Mantra, was heißt Ich bin Lotus, Lotus bin ich. Yeah.